Eric Carmen und Hungry Eyes. Hier ist mehr Radio für euch auf der 88.0, 59. Das ist der Start in diesen Mittwoch. Und ja, das Thema wird schon seit Jahren immer wieder diskutiert, aber so richtig angekommen scheint es zumindest noch nicht zu sein. Auch nicht rund um Steinhuder Meer. Und zwar, wenn der Verkehr auf einer mehrspurigen Straße stockt oder sich staut, dann muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Ja, das DRK, das hat jetzt mal Rettungsteams aus dem ganzen Land befragt, wie das nun klappt und was so die Erfahrungen sind. Und das Ergebnis ist erschreckend. Die Teams, sagen wir, ja, eigentlich immer Probleme. Wir sagen immer Probleme, bei Unfällen durchzukommen. Die große Frage nach dem Warum, die stellt sich uns allen jetzt natürlich auch. Die Frage, die reichen wir auch direkt weiter. Und zwar an André Willer, besser bekannt als der Feuerwehr-Willi, der Ortsbrandmeister von Vesbeck. Also ich glaube tatsächlich, dass die Leute das gar nicht aus Boshaftigkeit machen. Ich glaube ja schon, dass die auch, wenn sie es verstehen, warum man das macht, das auch sofort machen würden. Ich glaube, nur manche wissen es einfach nicht. Oder können sie das nicht merken, wo sie hinfahren sollen, dann mache ich lieber nichts, da kann ich nichts verkehrt machen. Aber genau das ist verkehrt, ne? Ich habe auch schon Leute im Stau angesprochen, hier bei uns in Neustadt, auch an der B6. Sag, Mensch, warum fahren Sie jetzt nicht zur Seite? Ne, weil ich wollte gerade, ich muss nicht runterfahren und hab daneben angehalten, auch einer in jugendlichen Jahren. Und die sagt zu ihm, warum er denn nicht zur Seite fährt, ne? Ja, da ist doch nichts. Ich sag, das weißt du doch nicht. Nicht mitdenken, Rettungsgasse. Ja, dann hat er es auch gemacht. Denn eine Rettungsgasse zu bilden ist natürlich überlebensnotwendig, denn oft wissen wir tatsächlich nicht, was da vorne los ist, dass die Rettungsgasse auch rund um Steinhuder Meer immer noch nicht richtig funktioniert. Das muss auch André Willer immer wieder feststellen. Deswegen auch nochmal die Erklärung, wie das mit der Rettungsgasse nochmal war. Also manchmal diese Rettungsgassen, die man so sieht, sind unvollständig. Also die linke Spur fährt ja nach links. Ich meine, der typische deutsche Autofahrer will auch immer links fahren. Das soll er dann auf jeden Fall, soll auch links bleiben. Und alle anderen bitte rechts rüber. Vielleicht merken wir ein Rechtsfahrgebot. Die Linken können links bleiben, wollen da eh immer bleiben. Und die rechts sind, die fahren aber rechts noch weiter rüber, so weit rüber, wie es geht. Weil wir kommen ja meist auch nicht mit dem Fahrrad an, sondern mit einem breiten Lösch-LKW, ne? Also ein Feuerwehrauto, der ziemlich groß ist, ne? Und da müssen wir halt durchpassen. Ja, vor allem auch, wenn es geht, schneller als Schrittgeschwindigkeit, ne? Also wir müssen da eigentlich schnell nach vorne durch. Ja, das Ganze ist ja auch ziemlich eindeutig. Wenn der Verkehr stockt, muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Kann man sich nicht aussuchen, ja, wie das zum Beispiel uns Thomas geschrieben hatte, seine Erfahrung auf Facebook, wo er sagte, auch mit einem jungen Mann gesprochen, der sogar so einen Aufkleber auf dem Auto hatte und meinte, ja, nee, ich kann mir aussuchen, wann und wie ich hier die Rettungsgasse bilde. Ist tatsächlich nicht so. Auch die Bußgelder sind letztes Jahr dramatisch oder drastisch erhöht worden. Für viele sagen, ja gut, die 320 Euro maximal plus Fahrverbot, die reichen wahrscheinlich noch nicht aus. Der Meinung ist zum Beispiel auch der Innenminister Boris Pistorius aus Niedersachsen von der SPD hat jetzt in einem Interview auch nochmal gesagt, zur Not müssen wir die Strafen eben weiter verschärfen. Schauen wir zum Beispiel mal zu unserem Nachbarn nach Österreich, der kostet das über 2.000 Euro, wenn man da erwischt wird. Und Vesbecks Ortsbrandmeister André Willer, der hat zum Abschluss natürlich auch noch ein ganz großes Anliegen. Das Geld kann nicht das Leben wiederherstellen, ne? Also das darf man nie vergessen. Ja, eine Strafe haben sie auch echt verdient, die Leute, die es nicht machen, aber es geht echt um was anderes, ne? Was viel wichtiger ist als nur Geld. Bitte, 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 da geht es echt um Menschenleben sehr oft. Kleine Kinder, Familien, Schicksale, die da gerade sich vorne entscheiden und die helfen können, werden nicht durchgelassen, ne? Aus Ignoranz. Das ist schade. Und tatsächlich kann es um Leben und Tod gehen, also lieber einmal mehr als einmal zu wenig, die Rettungsgasse bilden auf mehrspurigen Straßen, sobald es sich anfängt zu stauen oder es stockt. 9.18 Uhr, hier ist mehr Radio auf der 88.9.